Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung des Snapshots 12e37a, der zum größten Teil nur aus kleinen Änderungen besteht und nicht viele neue Sachen beinhaltet. Die erste Änderung betrifft die Lederrüstung. Ihre Textur hat sich wieder ein bisschen geändert und wenn man sie nur färbt, gibt es immer noch einzelne Stellen, die braun bleiben. Man sieht hier einen Streifen am Helm, die Knie und auch die untere Seite der Schuhe bleiben auch braun. Außerdem kann man gefärbten Rüstungen wieder die Originalfarbe geben, indem man sie in einen Wassertopf hineintaucht. Das ist nicht neu in diesem Snapshot, das hat es vorher schon gegeben, aber ich wollte es nur mal dazu sagen. Jetzt neu, der waschende Wassertopf von Clean Melon. Nie wieder Probleme mit schmutziger Wäsche. Der waschende Wassertopf von Clean Melon macht ihre Lederrüstung wieder strahlend weiß. Er dringt tief in die einzelnen Fasern ein und entfernt sogar hartnäckigen Schmutz wie Schleim, Kakao, Redstone, Glowstone oder auch Kohle. Mit dem waschenden Wassertopf von Clean Melon lösen sich ihre Schmutzprobleme in brennende Luft auf. Auch die Texturen vom Essen haben sich geändert. Das Brot und das Fleisch hat keinen Rand mehr, was es viel schmackhafter macht. Und das Symbol für den Karotten sind jetzt nicht mehrere Karotten, sondern nur noch eine fette Karotte. Und man kann jetzt auch endlich Kürbisse essen. Und zwar braucht man dazu einen Kürbis, Zucker und ein Ei und man bekommt einen Kürbiskuchen. Es ist vollkommen egal, wie ich es anordne, ich bekomme immer einen Kürbiskuchen. Allerdings kann man den Kürbiskuchen nicht wie den normalen Kuchen irgendwo hinstellen. Man kann ihn also nur einfach so essen, wenn man gerade Hunger hat. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ihn später wohin stellen, jetzt geht's jedenfalls nicht. Das Redstone-Signal von Steinknöpfen oder Holzknöpfen wurde minimal verlängert. Falls man den Singleplayer mit Commands spielt, kann man nun /clear eingeben, um den Inventar zu löschen. Sie haben soeben 1809 Items eliminiert. Schweine können nun endlich springen, wenn man auf ihnen reitet. Außerdem hat sich etwas mit der Carrot on a Stick geändert. Wenn man auf einem Schwein reitet, wird sie langsam abgenutzt. Außerdem kann man Rechtsklick machen, um sehr viel von der Angel auf einmal zu benutzen und das ist dann wie ein Turbo und das Schwein wird extrem schnell. Wenn die Carrot on a Stick vollkommen aufgebraucht ist, bekommt man die Angel zurück und man kann eine neue Karotte dranhängen. Achtung, wenn ihr plant, an die Angel wieder eine Karotte dran zu hängen, dürft ihr die Angel dazwischen nicht benutzen. Weil sobald die Angel nur minimal beschädigt ist, kann man sie nicht mehr zum Craften benutzen. Und es ist bestimmt sehr ärgerlich, wenn man dann extra eine neue Angel craften muss. Unwichtige Nebeninformation, man bekommt Erfahrungspunkte, wenn man Fische fängt. Man kann nun Singleplayer-Welten recreaten, das heißt, sie werden komplett neu generiert und es ist wieder alles so wie am Anfang. Das heißt, alle wunderbaren Schlösser, die ihr dort gebaut habt, sind dann nicht mehr da. Aber keine Sorge, es ist nur eine Kopie, es verändert nicht die Originalwelt. Wahrscheinlich funktioniert das auch nur mit neuen Welten, weil der Weltgenerator ja immer wieder geändert wurde. Der Welttyp Superflat kann nun bearbeitet werden. Hier kann man dann einstellen, aus was die einzelnen Ebenen bestehen sollen und in welcher Reihenfolge sie sein sollen oder wie groß sie sein sollen. Allerdings kann ich das jetzt noch nicht herzeigen, weil es noch nicht eingebaut wurde. Erkennt man hier an diesen drei Buchstaben Not Yet Implemented. Aber es gibt ein paar Voreinstellungen. Das Classic Flat ist einfach nur eine flache Ebene, das kennen wir alle. Dann Tunnel Stream ist eine Welt, die zum größten Teil nur aus Stein besteht, in der man sehr, sehr viele Tunnel graben kann. Water World besteht fast nur aus Wasser. Das finde ich auch ein bisschen unheimlich, weil es ist so viel Wasser, dass man regelrecht darauf wartet, dass ein weißer Hai auftaucht oder dass sich ein riesiger Kraken ganz langsam in die dunklen Tiefen des Meeres zieht. Bis zum Grund des Vergessens. Overworld ist genau wie die normale Welt, nur halt ganz flach, also keine Berge, Bäume oder Höhlen. Der Unterschied zwischen Classic Flat und Overworld ist, dass Classic Flat nur einen 3 Blöcke dicken Boden hat. Overworld hat einen normal dicken Boden. Snowy Kingdom ist einfach überall Schnee drüber. Desert ist nur Wüste. Und Bottomless Pit ist ebenfalls eine Welt, die nur eine sehr, sehr dünne Ebene hat. Und drunter ist ein bodenloser Abgrund des Verderbens. Und das war's auch schon wieder. Diesmal waren es wirklich nicht so viele Sachen wie bei den letzten paar Videos, aber das passt mir ehrlich gesagt ganz gut, weil ich bin sowieso mit anderen Projekten beschäftigt. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Unwichtige Nebeninformation, man bekommt Erfahrungspunkte, natürlich.